Okay, bin ich jetzt on? Ist live gegangen, aber ich sehe noch den Host. Mal kurz refreshen. Exit Toast-Modus. Ja, wunderbar, dann bin ich on. Sehr schön. Ja, guten Abend allerseits. Willkommen beim Stream. Willkommen bei Mass Effect Andromeda. Ich hoffe, die Zeit ohne dieses nette Spiel ist euch nicht zu lang gekommen. Hüstel, hüstel, ja, hat sich einiges getan in der letzten Zeit. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, ich habe heute einen Vlog aufgenommen und auf dem YouTube-Kanal von German Truth geladen. Da erfahrt ihr auch, wieso jetzt wir in absehbarer Zeit. Wieso wir da kein reguläres Programm fahren werden. Wir fahren da mehr auf die Eventschiene. Hallo Taros Modus. Trotzdem, natürlich werden weiterhin meine Mass Effect Streams da vorhanden sein. Nur Events werden vor den Vorteil? Den Vorsprung? Events kommen vor, formulieren wir es so. Den Vlog habe ich gesehen. Ja, danke dir, Taros Modus. Ja. Was erwartet uns heute? Ich werde zurück nach Gott. Dieser Welt mit den Renegaten fliegen, weil ich glaube, ich weiß, wie ich es dahin kriege, dass ich da eine Kolonie gründen kann. Und das wird jetzt das sein, worum ich mich heute hauptsächlich kümmere. Danach werde ich Gespräche führen, wenn ich jetzt erledigt habe, und ja, noch diverses andere Zeugs. In diesem Sinne. Webcam ein bisschen verschieben. Sehr schön. Ja, ich drücke zum Starten A. Warte, bis die Verbindung hergestellt wurde. Und fahre fort. Und kann gleichzeitig mal den Hausboot. Freut mich zu lesen, da ich sonst meistens wie in der Event schaue, bin ich nur für eure Entscheidung. Das ist gut. Also so wie es da. Ja, aber das mache ich ein andermal. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Landen wir mal. Ich habe da ja einiges gemacht auf Kadera. Und ich werde jetzt noch einiges weiteres tun. Nice. Okay, ich muss nach oben. In die Slums.
Auswahl bestätigen. Ladezeit wie üblich. Etwas länger. Okay, schauen wir uns auf der Karte um. Okay, ich muss raus. Mal sehen, kann ich über den Zaun springen? Jawohl! Okay, ich habe ein paar Missionen. Feuerwehr, Zuflucht der Hacker. Wertvolle Fracht. Dann kümmere ich mich erstmal um die Hacker. Schnellreise dorthin, Mission auswählen, gut ist. Ach Gott, verdammte, sorry. Ich habe schon wieder vergessen, das Secure auszuschalten. Sorry, deswegen passiert leider ab und zu. Ist gerade irgendwas im Forum passiert oder wie auch immer. Ja, sorry, das muss unbedingt geklärt werden. So, alles erledigt. Jetzt kann ich mich wieder mit dem Spiel zuwenden. Okay, ich muss jetzt irgendwie zu dieser einen Kolonie hin. Das wird funny, not. Gibt's hier irgendwo? Oh Gott, Leute, könnt ihr mich nicht... Himmel, Asche. Ich sollte ICQ ausmachen, aber ich bin ja manchmal zu blöd, um mir. Ja. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, ist schön, Sam. Ist sehr schön. Aktuell ist sowieso nichts da.
Ich habe jetzt auch wenig Lust, hier alles abzugrasen, um hier eventuell ein paar Ressourcen zu finden. Hier gibt es keine Feinde, das ist in Ordnung. Wo musste ich nochmal hin? Ich glaube quasi um den Gipfel herum. Ach Gott, das ist das Gebäude, wo ich beim letzten Mal nicht reinkam. Ja, okay. Das muss das Versteck der Hacker sein, die Sam angegriffen haben. Vergessen Sie bitte alle nicht, dass diese Leute glauben, dass ihr Virus funktioniert hat. Sam ist weg und ich stehe auf ihrer Seite. Wenn's nur so wäre. Gibt's ein Problem, Drac? Sie wissen, dass ich das Ding in Ihrem Kopf nicht mag. Ohne wären Sie besser dran. Aber das ist nicht meine Entscheidung oder die der Hacker. Sie werden nicht gewinnen. Sam, sobald wir drin sind, nur über den Privatkanal. Willkommen in unserer Zuflucht. Ich bin Catherine Nye. Neid für meine Mitstreiter. Ich habe das Virus geschrieben, das sie von Sam befreit hat. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Es tut mir leid, dass Ihr Vater das getan hat. Der Einsatz von KI durch die Initiative könnte uns alle ins Verderben stürzen. Und Sie waren der Erste, der darunter leiden musste. Ist Sam tot? Hat Ihr Virus Sam getötet? Sam wurde reduziert. Es ist jetzt harmlos. Ich sah die Dummheit der Verschmelzung von Menschen und KI schon in der Milchstraße bei einem Black Ops-Projekt namens Overlord. Es hat ein Monster erschaffen. Viele starben. Mein Sohn wurde verletzt. Und der junge Mann, den sie als Wirt benutzten, wurde aufgezehrt. Jeder Pathfinder riskiert dasselbe Schicksal. Moment, also zum einen nette Anspielung auf Mass Effect 2, Overlord DLC, einer der besten überhaupt der ganzen Mass Effect Trilogie. Aufgezehrt? Gab es vielleicht vorher einen anderen Wirt oder so? I don't know. Ich sollte vielleicht mal auch die Webcam ein bisschen nach unten setzen. Sorry, Leute. Ja, das haut hin. Das wusste ich nicht. Sowas kann passieren? Ich habe noch nie von Overlord gehört. Ihr Vater auch nicht, vermute ich. Entschuldigen Sie mich, ich muss arbeiten. Oder haben Sie noch Fragen? Warum traten Sie denn in die Initiative bei? Wenn Sie Angst vor KI haben, warum sind Sie dann einer Organisation beigetreten, die Sie einsetzt? Wir brauchten eine Fluchtmöglichkeit. Und ich dachte, die Initiative würde lediglich kontrollierte KI zu Forschungszwecken einsetzen. Als ich es dann durchschaute. Naja, ein Feuerwehrmann rennt auch nicht vor dem Feuer weg. Über Projekt Overlord? Was können Sie mir sonst noch über Projekt Overlord erzählen? Es war ein Black Ops-Experiment von wahnsinnigen Wissenschaftlern, die einen menschlichen Verstand mit einer synthetischen Intelligenz verschmelzen wollten. Ihre Schöpfung war schrecklich. Ich habe einen hohen Preis dafür gezahlt, meinen Sohn da rauszuholen. Was für ein Preis? Oder welchen Sohn? Ich bin gerade am Grübeln, aber mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Pathfinder sind in Gefahr. Glauben Sie, die Pathfinder könnten von ihren KIs überwältigt werden? Schlimmer. Wenn die Initiative der Ansicht ist, dass die Mensch-KI-Verschmelzung funktioniert, könnte sie alle damit versorgen. Stellen Sie sich Sams Möglichkeiten in der Hand von Personen vor, die dafür nicht bereit sind. Auf Wiedersehen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Danke. Und keine Sorge, dass Sam die Verbindung wiederherstellen könnte. Unser KI-Detektor ist immer aktiv. Das ist gut zu wissen. Das Virus war nur der Anfang. Ich werde dafür sorgen, dass die Initiative ihre Fehler nie mehr wiederholen kann. Pathfinder, es ist unwahrscheinlich, dass ein KI-Detektor unseren Privatkanal ortet. Das gilt aber nicht für ihren Scanner. Knight plant was Großes. Das ist nicht gut. Sie ist gefährlich. Wir müssen herausfinden, was vorgeht. Aber unauffällig. Na, mein Scanner hat den KI-Detektor ausgelöst.
Ich kann das als Fehler tarnen. Aber wenn es nochmal passiert, könnte es Aufmerksamkeit erregen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, um herauszufinden, was Knight vorhat. Falls sie uns genug Zeit lässt. Okay, das wird jetzt interessant, Laveria. Oh, willkommen. Ich bin Laveria. Ich bin so froh, dass Knights Virus funktioniert hat. Brauchen Sie irgendwas? Was sind Knights Pläne? Es klingt, als wolle Knight der Sache eine ganz neue Dimension verleihen. Oh ja, und schon sehr bald. Hat sie Ihnen etwas darüber erzählt? Nicht viel. Ihr Sohn Elaine weiß mehr darüber. Was führt sie hierher? Warum haben Sie sich Knights Bewegung angeschlossen? Ich weiß schon. Ich, eine Untergrundhackerin? Zu Hause auf der Citadel war ich Concierge. Ich habe Spiele für meine kleinen Schwestern programmiert. Sie haben zusammen gespielt, sind zusammen zur Schule gegangen. Und als die Geth-Maschinen die Citadel angriffen, haben die Geth sie gepfählt. Zusammen. Und es gibt tatsächlich Leute, denen die Geth leid tun. Darum bin ich nach Andromeda gegangen. Und darum habe ich mich Knight angeschlossen. Nicht jede KI ist böse. Es ist eine Erleichterung, frei zu sein. Aber so schlimm war Sam gar nicht. Jede KI ist anders. Kein Geth, der die Citadel angegriffen hat, hat die anderen daran gehindert, meinen kleinen Schwestern weh zu tun. Das sagt alles. Es tut mir leid. Sam hätte es auch leid getan. Wirklich? Hätte es das? Naja, danke. Ich gehe jetzt. Bis später, Laveria. Bis dann. Sie können jederzeit vorbeikommen. Ist sicher nicht leicht, sowas zu hören, Sam. Diese KIs sind das Produkt einer anderen Zivilisation. Unsere wird auf organisch-synthetischer Partnerschaft basieren. Ich bin die Brücke zwischen den mühsam errungenen Lektionen der Vergangenheit und der Aussicht auf eine Zukunft. Was ist da dann, Rattenpad? Gibt's hier noch ein weiteres Datenpad? Sieht aus wie Knights persönliche Konsole. Sam, kommst du rein? Ja, aber mein Zugriff wird den KI-Detektor auslösen. Sie haben nur eine Chance. Okay, dann warten wir damit, bis wir wissen, was wir suchen. Warst du schon in den Gebäuden unten, rechts unten auf der Karte? Gebäude rechts unten... Interessanter Ort steht da nur. Aber hier, also was hier war, ja, da war ich. Das war ja, glaube ich, das, wo diese verrückten Wissenschaftler waren, die anderen Leute verrückt gemacht haben. Weiteres Datenpad. Okay, leicht paranoid, die Gute vielleicht. Gibt's hier noch? Ich speichere mal. Einfach aus Jux und Vorsichtshalberei. Elaine? Sie müssen Ryder sein. Elaine, meine Mutter hat hier das Sagen. Aber Sie sind eine Berühmtheit. Ich kann sie leider nicht herumführen. Ich sitze hier noch ein paar Stunden fest. Geht es Ihnen gut? Stimmt etwas nicht? Ich bin okay, aber das gute alte Projekt Overlord macht mir immer noch zu schaffen. Wenn Mama... Nein, darüber kann ich nicht sprechen. Brauchen Sie etwas? Ich will mehr über Overlord wissen. Können Sie mir etwas über Projekt Overlord erzählen?
Black Ops-Typen wollten einen VI-Mensch-Hybriden bauen. Sie haben meine Mutter als Programmiererin dazugeholt. Mir haben sie gesagt, ich sei ein Kandidat für den Part des Menschen. Und hey, es war ja nicht so, dass mein Körper besonders nett zu mir gewesen wäre. Aber meine Implantate wurden gehackt und Mama sagte, wir gehen. Ich hatte Glück. Overlord ging ziemlich schnell den Bach runter. Wegen ihres Zustands. Dürfte ich Sie fragen, warum Sie all diese Maschinen brauchen? Ich hatte eine schwere Infektion des Nervensystems. Ich habe Wirbelsäulenimplantate, damit ich gehen kann und... Sie wissen schon, Toilettenverrichtungen. Aber als meine Mutter an Projekt Overlord arbeitete, wurden meine Implantate gehackt. Sie funktionieren noch. Ich muss sie nur jeden Tag ein paar Stunden synchronisieren. Wie lautet Knights Plan? Ihre Mutter scheint Pläne zu haben. Mama hat immer Pläne. Im Moment einen ziemlich großen. Mehr können Sie mir nicht sagen? Ich würde ja, aber Sie sind gerade erst angekommen. Eins habe ich auf die harte Tour gelernt. Vertrauen muss man sich verdienen. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Sie wissen, wo Sie mich finden. Pathfinder, ich glaube, wir können Elaines Implantate reparieren. Ich habe Pläne für ein entsprechendes Gerät. Das erfordert allerdings Zeit und Ressourcen. Oder ich fange an zu scannen. Aber das ist riskant. Verwende ich lieber die Zeit und die Ressourcen. Das Forschungszentrum wird ja auch bald haben. So, ich muss nach da. Wie schön, der Nomad ist mitgereist. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie hoch ich muss. Ist wohl schon vorbei. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie ja etwas zurückgelassen. Zunächst einmal das Lithium einsammeln, weil Lithium, Ressource, wertvoll. Ich glaube, ich habe was gefunden. Sieht aus wie eine Leitung. Was ist das? Etwas, was sie aktivieren kann. Na dann, mal los. Sie wissen schon, dass Schalter auch Dinge zum Explodieren bringen können? Der hier war okay. Mal sehen, gibt es noch irgendwas, was ich hier scannen kann? Da drüben gibt es irgendein Vieh. Willst du nicht angreifen? Geschafft. Sie ist offen. Reyes, ich habe ein Datenpad mit einem NAV-Punkt gefunden. Vermutlich versteckt sie dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Warum lässt sie den Käufer herkommen? Warum informiert sie den Käufer nicht direkt? Frequenzen kann man hacken. Tote Briefkästen sind sicherer. Vor allem bei großen Geschäften. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort.
Und der Nav-Punkt ist da drüben. Fast Travel. Okay, Juhu, es lebe der Nomad und seine Kraxelfähigkeiten. Also Blood Moon. Ein Shuttle. Vielleicht das von Sia? Na, bin mir nicht so ganz sicher. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen. Ja, Sam, ich weiß. Mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das hast du mir schon zigtausendmal gesagt. Und Newsflash, ich bin nicht blöd. Reden wir mal. Okay, Lea. Das ist eine Falle. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um sie herzulocken? Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo, ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia. Du konntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch. Kommen Sie zum Punkt. Schluss mit dem Gequatsche. Warum haben Sie Reyes hergelockt? Er hat alle guten Jobs in Cadera an sich gerissen. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten. So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Okay. Hi Scharfschütze, bei Scharfschütze. Yeah. Und eine Stufe 5 Waffe. Nice. Ich wollte diese Überreste aufheben. Überreste durchsuchen. Danke. Er weiß, wie lange du schon nicht mehr gestreamt hast. Lol. Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun. Das ist irgendwie schmeichelhaft. Sie könnten immer noch in Gefahr sein. Sie könnten es nochmal versuchen. Ganz ohne Zweifel, aber es ist schwieriger, einen Mann zu töten, der weiß, was ihn erwartet. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Typisch. Das passiert mir ständig. Mir auch. Ich sollte hier mal aufräumen. Sia war ein Miststück, aber es wäre falsch, sie einfach liegen zu lassen. Kann ich wieder mit dir reden? Gehen Sie ruhig. Ich erledige das hier. Okay, darum kümmere ich mich später.
Ja, dann Fast Travel. Da ist die Station. Auf in die Slums. Okay, ich sehe schon. Ich darf die Welt verlassen und wieder zurückkehren. Oder gibt's hier eine Mission? Nope. Transit. Zurückkehren. So, lass mal gleich nachgucken, ob es irgendwelche Mails gibt oder so. Mit Ihnen über den CAT-Transmitter zu sprechen. Rufen Sie mich doch mal an. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Unterstützungsstation. POC untersuchen. Da scheint jemand erfreut zu sein, mich zu sehen. Ich werde eine erhöhte Kalorienaufnahme für das ganze Team empfehlen. Toll, noch mehr Dosen. Sind Sie da sicher, Lexi? Wir wissen nicht, wie lange unsere Ration vorhalten müssen. Wir haben trotz des Handels mit Kedera und Aya noch keine verlässliche Nahrungsquelle. Einsatzziehmission. Nachbesprechung. Erfolgreich. Nice. Einsatzziel schicken 74. Nee, das ist nicht in Ordnung. Oh, Feuchte Bergen. Und dann noch eine Mission für feindliche 81%. Ja, das ist in Ordnung. So, Forschungsdatenbox. Kann ich eigentlich noch ein weiteres Team rekrutieren? 120 Missionsfunks. Nein, kann ich nicht. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Schau ich gleich nach. Kiosk an- und Verkauf. Nice.
kann ich mal gleich eine neue Schrotflinte ausrüsten. Nicht Schrotflinte, neues Sturmgewehr ausrüsten. Oh, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ein kroganischer Hammer. Mods ignoriere ich jetzt einfach mal. Helm, Andromeda lädt der Helm. Nein, da ist jetzt nichts dabei. Und auch hier ist nichts dabei. Ressourcen behalte ich. Okay. Forschungszentrum. Forschung. Hab ich dieses Azari-Schwert genommen. Ja, ich habe das Azari-Schwert ja nicht. Das kann ich alles getrost ignorieren. Entwicklung, was haben wir denn hier? Spezialobjekte. Kybernetische. Die Implantate. Und Liums Panzerungsanforderungen. Na, das hat sich doch gelohnt. Gibt es hier irgendwas? Überladener Boost. Nee, nicht genug Eisen. Ein bisschen was. Okay, jetzt kann ich anrufen. Die Metcon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Schön. Nehmen wir Race. Ryder, wie geht's meinem Lieblings-Pathfinder? Oh, ich kann nicht klagen. Ich genieße einen weiteren Tag in Helios. Warum? Ich dachte, wir könnten vielleicht was trinken gehen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Klingt nach Spaß. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten. Okay, auf geht's zurück nach Caldera. Ich will mal kurz mit Pibi reden. Caldera Port ist echt grässlich, hm? Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Es ist alles, was wir haben. Sie ist großartig.
Vor allem, da wir keine anderen haben. Auch wieder wahr. Gibt es sonst noch etwas, das wir besprechen müssten? Kalinda? Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Zu Hause gehörte sie als Botschafterin zur Oberschicht. Sie wurde respektiert und hatte alles, war aber unglücklich. Sie meinte, sie wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Aufgrund ihrer Stellung wollte die Initiative sie als Erstkontaktspezialistin. Sie gehörte zu den Ersten, die aus der Stase geholt wurden. Kalinda war auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Und dafür bin ich ja immer noch dankbar. Allerdings ist dann ziemlich schnell alles in die Brüche gegangen. Sie hat mich verletzt. Richtig verletzt. Was ist passiert? Ach, vergessen wir die traurigen Geschichten. Das ist alles Schnee von gestern. Flirten? Ich muss zugeben, als Sie mich in Ihre Unterkunft eingeladen haben, dachte ich, Sie würden mich wegen etwas anderem dorthin locken. Dachten Sie das? Oder haben Sie es gehofft? Gehofft. Vermutlich eher gehofft. Nun, mit dieser Hoffnung waren Sie nicht allein. Wer weiß, was passiert wäre, wenn uns Kalinda nicht gestört hätte. Ich lasse dir mal in Ruhe. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Naja, ich werde jetzt nochmal eben kurz mit meinen gesamten Crewmitgliedern reden, einfach weil ich es kann und es sich gerade anbietet. Hey, Jarl. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Was? Das haben Sie gar nicht. Moment. Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Wenn es funktioniert. Wenn Sie dann mit allem klarkommen? Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Ich mache für alle Geschenke. Ich habe eine Liste. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in... Ich bin noch nicht sicher. Gehen Sie das Risiko ein. Wie kann man ein persönliches Gedicht nicht mögen? Sehr gut. Vielleicht trage ich es ihr auch einfach nur vor. Da will ich aber dabei sein. Liam scheint meinen Rough Gin zu mögen. Ich könnte ihm einen nähen. Wirklich? Mögen Kroganer Messer? Ich könnte für Drug einen angaranischen Ritualdolch anfertigen. Naja, es ist eine Waffe und Kroganer sind... Also ja, ist eine großartige Idee. Klingt großartig. Wer hätte sowas nicht gern? Er dient hauptsächlich zur Dekoration. Ah, möchten Sie auch einen? Jarl, das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier wirklich? Ich bin sicher, Sie halten mich für selbstbewusst und kompetent. Aber das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Bye, Hecky. Das Gefühl kenne ich. Dasselbe empfinde ich auch ziemlich oft. Gut zu wissen. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Seien Sie einfach Sie selbst. Meine Familie ist sehr bekannt. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert. Und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich habe nie dazu gehört. So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu halten. Verstehe. Danke fürs Zuhören. Sie werden Großes tun. Oder Großes leisten. Hier stehen Sie nicht in irgendeinem Schatten. Ich glaube an Sie. Kann ich noch weiter mit dir reden? Axul ist überaus raffiniert. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Meine Mütter machen sich große Sorgen wegen der Cousins, die sich ihm angeschlossen haben. Ich muss gehen. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ich glaube, auf dieser Ebene habe ich... War noch nicht ganz. Wenn wir die Tür öffnen... Jawohl. Ganze Zeit gegen ihre eigenen Leute gekämpft. Scheiße. Ich frage mich, wie Jarl damit fertig wird. Nicht gut.
Greg? Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Ich finde hier ständig Krümel auf der Theke. Ich mache sie nicht weg. Vergessen Sie's, Drake. Ich nehme Ihnen den Küchendienst nicht ab. Ich denke, irgendwas knabbert an unseren Vorräten rum. Irgendwas, das nicht hierher gehört. Vielleicht sogar was Leckeres. Ich finde es raus. Ah, okay. Ich halte die Augen nach blinden Passagieren offen. Wir gehen später weiter. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Eine Krümelspur folgen. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Hallo, Manustrodix. Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Okay. Kein Stress. Hängt ja auch nicht viel davon ab. Es ist nur unsere beste Chance, Meridian zu finden. Stress. Ich mag Stress. Zum Glück gelten überall im Universum dieselben physikalischen Gesetze. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier, versuchen Sie es mal. Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie es ab. Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Sam. Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Tafino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Hallo John Wayne, Nummer 2. Wir müssen. Eigentlich wissen wir noch zu wenig, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Und nein, meine Zulix, ich weiß nicht, wieso das mit der Twitch-App so schwindt. Ist es wahr? Sie suchen nach dem Schiff des Archons? Sieht ganz so aus. Bei unserer letzten Begegnung mit ihm hätten Sie mein Baby hier beinahe zerstört. Ich hoffe doch sehr, Sie haben diesmal einen besseren Fluchtplan. Natürlich habe ich einen. Ich habe alles unter Kontrolle. Für wie naiv halten Sie mich eigentlich? Fliegen Sie einfach nicht wieder durch die Geißel, okay? Jill. Wie geht's Ihrer Freundin Jill? Gut. Sie ist ziemlich beschäftigt. Wie es aussieht, ist es eine Menge Arbeit, die Fortpflanzung mehrerer Spezies in die Wege zu leiten. Wer hätte das gedacht? Es hat sie fast wahnsinnig gemacht, damit so lange warten zu müssen. Aber jetzt haben sie sie sozusagen von der Leine gelassen. Poker? Verraten Sie mir ein paar Pokerweisheiten. Man muss bluffen und seine Gegner durchschauen können. Aber ansonsten ist Poker keine Mathematik. Sorry, Telefon. Wenn die Wahrscheinlichkeit, genau die Karte zu bekommen, die man braucht, höher ist als der Einsatz, setzt man.
Okay, das waren meine Eltern, Computerprobleme, ich musste denen helfen und jetzt muss ich leider auf Klo. Es tut mir leid, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Sorry. Okay, ich bin zurück. Sorry dafür, für diese ganze Sachen. Und danke für den Host Doritos. Ja, das war jetzt alles etwas unglücklich. Zuerst meine Eltern mit den technischen Problemen und... Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber, konzentrieren wir uns jetzt einfach auf den Stream, konzentrieren wir uns jetzt einfach auf das Geschehen. Und hoffen, dass nicht schon wieder was geschieht. Oh mein Gott. Wir entscheiden uns später. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Jederzeit wieder bezweifle ich, aber egal. Ja, ich wollte jetzt nach unten. Ich nehme die Abkürzung. Liam?
Ich habe das Projekt abgenickt. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madarath, wir haben unsere Ausrüstung. Costa, Ryder. Ich fühle mich overdressed. Ich weiß, wir haben eigentlich keine Uniformen, aber das ist doch ein bisschen sehr leger. Ach was, so ist es einfach praktischer. Wir tauschen Panzerung. Kann's losgehen? Ja. Okay. Was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho Rothjin. Und nein. Warum nicht? Aus religiösen Gründen? Moment mal. Aus persönlichen Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus? Einige von ihnen klingen gleich. Wow, wow, wow. Wo soll das hinführen? Ich dachte, es geht hier um Panzerung. Versuchen Sie absichtlich, Jarl zu beleidigen? Natürlich tut er das. Genau darum geht es doch. Darum, die Dinge zu fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Panzerung für Antworten. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel auf. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? Wir kriegen deshalb Ärger. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich habe keine Lust mehr, von der Nexus die Hölle heiß machen zu lassen. Keine Sorge. Jarl wird sich schon nicht bei der Personalabteilung beschweren. Oder an wen auch immer wir uns Tans Meinung nach wenden sollen. Wir haben neulich rumgescherzt und erkannt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir einander beleidigen können oder es vermeiden. Manche Dinge sind so tief verwurzelt, dass sie unsichtbar sind. Wir kannten noch nicht mal die Warnsignale. Also haben wir es hinter uns gebracht. Jetzt kann es uns nicht mehr versehentlich passieren, wenn wir zum Beispiel über einen Außenposten verhandeln. Es gibt sowieso schon genug seiner Leute, die uns gerne tot sehen würden. Hi, Howie. Ja, und ich finde es grundsätzlich gut. Okay, ich verstehe die Absicht. Und niemand wurde verletzt? Wenn Jarl beleidigt wäre, lege ich jetzt auf den Boden und es wäre okay. So weiß ich, woran ich bin. Wir haben noch viel zu lernen und das ist Teil der Aufgabe unseres Teams. Also, besser wir lernen es jetzt, als wenn Leben auf dem Spiel stehen. Okay, das war eine geniale Szene. Lol. Liam? Tarf, Uni. Eine Heimat auf Vold. Irgendwie. Fühlt sich trotzdem gut an. Auf Wiedersehen. Reden wir später weiter. Alles klar. Irgendwas hat sich hier ein Nest gebaut. Und es mag Frühstücksflocken. Vielleicht können wir ja eine Falle bauen, um es unverletzt einzufangen. Okay. Hey, Ryder. Ich habe eine verschlüsselte Nachricht von Cid erhalten. Sie hat Neuigkeiten und will mit uns beiden darüber reden. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Endlich! Ich warte schon seit Stunden. Würdest du uns bitte sagen, was das alles soll? Ich habe mir die Meldungen der Außenposten angehört. Und in einer war davon die Rede, dass Siedler verschwunden sind. Und das ist nicht gut? Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Sie wurden entführt. Ich habe recherchiert und denke, dass ich weiß, wohin sie verschleppt wurden. Ein Höhlensystem auf einem Mond im Remarf-System. Ursprünglich eine angaranische Mine, glaube ich. Aber sie wurde stillgelegt. Ich denke nicht, dass der Planet, von dem Sie sprechen, ein Mond ist. Ist doch egal. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht einmischen? Ich konnte nicht einfach untätig rumsitzen. Woher wissen wir, dass deine Informationen verlässlich sind? Sie sind verlässlich. Ich vertraue ihr. Ich vertraue ihrer Schwester. Und wir sollten keine Zeit vergeuden. Siehst du? Das ist ein Pathfinder. Cid, gib uns alle Informationen, die du darüber hast. Schon geschehen. Kann ich mitkommen? Ich will helfen. Du kennst die Antwort. Klar, natürlich. Halte dich von bösen Leuten fern, Schusswaffen, Bomben, kroganischem Bier. Du hast das gut gemacht. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist, okay? Ja, ja. Lol.
Wieso soll man sich von koreanischem Bier fernhalten? Keine Ahnung. Kondom. Ich habe nur gerade gelesen, was eben in Discord los war, Weser. Wochenende, Ziff, Weser Gespräch. Ich habe das dringende Bedürfnis, Alkohol zu trinken. Oder mein Kopf gegen die Tischkante und ins Knacken. Wieso kann Germansch nicht mal ein paar Monate ohne auf ihn...
Ich streame jetzt weiter. Oh Gott. Der Tag kann nur noch besser werden. Der Tag kann nur noch besser werden. Wobei, der Tag ist nicht mehr lang. Ah! Moment, sind das Frühstücksflocken? LOL, das sind Frühstücksflocken! Oh Gott, das Spiel. Wir haben's geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Sind Sie dafür bereit? Denken Sie an das Forschungsschiff. Was wir finden werden, wird uns vielleicht nicht gefallen. Sind Sie... Es ist mein Job, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass Sie sie finden, bevor die Kettes tun. Da, ein bisschen weiterreden. Lexi. Alles in Ordnung? Ja. Phoebe und ich hatten nur eine kleine Debatte. So könnte man das auch ausdrücken. Sie meinen einen Streit? Nein, das wäre unprofessionell. Wenn Sie es sagen. Ryder, halten Sie mich für verklemmt? Ich... Nein, schon gut. Antworten Sie nicht. Reden wir einfach über irgendwas anderes. Man sieht sich. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Typischer Montag, würde ich sagen. Ich bin im Tech-Labor, Pathfinder. Oh Gott. Ah, okay, eine private Mail. Gott, die Quotes. Pathfinder, ich habe in dem Sicherheitsvideo von Spender eine Spur entdeckt, der wir nachgehen könnten. Was hast du rausgefunden? Ich aktualisiere ihr System mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Nach Kedera muss ich, ja, G-fucking-G. Okay, dann rede ich nochmal mit meinen Piloten und meiner Wissenschaftsoffizierin und dann... Das Schiff ist echt nützlich. Endlich steht meine Werkbank wieder gerade. Wenn Sie es auch mal lesen würden, wüssten Sie, dass die Tempest ein Füllhorn neuer Tech ist. Sie können nicht einfach... Ich habe dieses Schiff in Rekordzeit startklar gemacht, Kello. Ich beherrsche meinen Job. Und Sie haben nicht den geringsten Respekt vor dem Job anderer Leute. Kello. Oh, Ryder. Tut mir leid, dass Sie das mit anhören mussten. Lol.
Suvi. Liam hat erwähnt, dass er einen Filmabend plant. So ist es. Er verschiebt ihn, weil es ihm nach dem Anblick dieser Aufstiegseinrichtung einfach nicht richtig erschien. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich hätte da eine Idee. Zu einem Film braucht man doch auch Snacks, oder? Ich habe ein angaranisches Rezept für Häppchen gefunden, die aus einer in Helios heimischen Pflanze zubereitet werden. Sie ist allerdings selten und... Sie wollen, dass ich danach suche? Oh, würden Sie das tun? Es wäre schön, den anderen, Sie wissen schon, eine Freude machen zu können. Auf Aya. Okay, jetzt gehen wir zuerst nach Caldera. Sind jetzt im Orbit von Caldera. Race beim Hotcode der Verbanden treffen. Dann tun wir das nochmal. Halt! Privatveranstaltung. Sehen Sie auf der VIP-Liste nach. Rider, Pathfinder und eine extrem wichtige Persönlichkeit. Auf der Liste steht kein Rider. Er gehört zu mir. Reyes Vidal. Gehen Sie rein. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Reyes hat Freunde? Ich hätte nicht gedacht, dass Reyes Freunde hat, nur Kontakte und Kollegen. Oh, die bin ich auch. Wer hat ihm wohl eine Einladung zu diesem Event beschafft? Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Ich feiere schon mal ohne Sie. Sie werden noch den ganzen Spaß verpassen. Hallo, Hiroki. Ich hole Ihren Vorsprung wieder auf. Versprochen. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Spieler. Sie spielen hier? Ich versuche es, aber dieser Idiot kann sich nicht zwischen gerade und ungerade entscheiden. Sie sehen aus, als würden Sie Glück bringen. Wofür soll ich mich entscheiden? Gerade. Setzen Sie auf gerade. Okay, gerade. Glückwunsch. Heilige Scheiße, ich habe gewonnen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Okay, das war merkwürdig. Harte Nacht? Ich habe etwas gesagt, was ich besser nicht hätte sagen sollen. Zu einer Frau, Nola. Sie ist eine Angara. Dabei hatte ich diesen Abend seit Wochen geplant. Ich habe mir die Krallen gefeilt und sogar meine Stirn poliert. Und dann habe ich es nicht mal 2 Sekunden, nachdem wir durch die Tür waren, vermasselt. So schlimm kann es doch nicht sein. Was auch immer Sie gemacht haben, ich bin mir sicher, Sie können es wieder gerade biegen. Sie wissen nicht, was ich gesagt habe.
Nola hat eine Schwester und ich habe die beiden miteinander verglichen. Ich dachte, wenn ich Nola eifersüchtig mache... Ach, ich bin so ein Idiot. Ja, das haben sie versaut. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie mit ihnen fertig ist. Und ich kann es ihr nicht verdenken. Verdammt. Ketus. Schleichen Sie sich jetzt schon uneingeladen auf Partys, Ryder? Ich bin Gast. Ich bin mit einem Freund hier. Mit einem Freund, der aus unerfindlichen Gründen nicht anwesend ist. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. Okay, jetzt bin ich gerade irritiert unter die Karte, die ich hier fest habe. Ich weiß nicht, was er mir da angezeigt hat. Ich habe doch mit ihr geredet. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Die Spezies der Milchstraße. Ich hoffe, diese Piraten haben Ihnen kein allzu schlechtes Bild von uns vermittelt. Keine Sorge, Ryder. Ich beurteile Individuen, keine Gruppen. Sie beispielsweise mag ich. Das gilt nicht zwangsläufig auch für diejenigen, für die Sie arbeiten, aber ich habe gelernt, mir alle Optionen offen zu halten. Es ist gut, flexibel zu sein. Man weiß nie, wer am Ende das Sagen hat. So ist es. Ihre Verbindung zu Sloan? Was bedeutet es, die Angara gegenüber Sloan zu vertreten? Sloan verlässt sich darauf, dass ich ihr die angaranische Sichtweise der Dinge vermittle. Und hört sie auf Sie? Nur in Extremfällen. Sie rühmt sich zwar damit, pro-angaranisch zu sein, aber Priorität haben für sie immer die Verbannten. Sie veranstaltet diese Partys, um ein Volk zu beschwichtigen. Aber das wird nicht ewig funktionieren. Sie und Reyes? Wie haben Sie Reyes kennengelernt? So wie jeder Reyes kennenlernt, über das Geschäft. Seine Fähigkeiten sind in Kedaraport von großem Wert. Der angaranische Widerstand. Gehören Sie zum Widerstand? Nein. Aphra und ich tauschen Informationen aus, aber für mich steht das Wohlergehen Kedaras an erster Stelle. Wenn es zwischen den Verbannten und dem Kollektiv zum Krieg kommt, wird es mein Volk sein, das darunter leidet. Haben Sie Reyes gesehen? Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Nein. Aber er wird bestimmt bald wieder hier sein. Vielen Dank. Es war schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kima. Gleichfalls, Pathfinder. Pathfinder, welch unerwartete Überraschung. Nette Party. Boah, hallo, der Controller ist... Boah. Es ist nett von Ihnen, eine Party für die Einheimischen zu schmeißen. Wir wissen beide, dass es mir dabei nicht darum geht, nett zu sein. Dann ist es eben clever. Ja, ich mag es, wenn alles zivilisiert abläuft. Genießen Sie die Party. Reyes, wo sind Sie? Er antwortet nicht, aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen der Nebenräume aufgesucht, Pathfinder. Dann wollen wir doch mal sehen, was er vorhat. Verflucht. Warum können die Lagernummer nicht am selben Ort sein? Ich hätte es wissen müssen. Von wegen, lassen Sie uns was trinken. Ich hätte wissen müssen, dass Sie irgendwas vorhaben. Ryder, es ist nicht so, wie es also aussieht. Also nutzten Sie mich nicht als Ablenkung, um rumzuschnüffeln. Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Okay. Sorry. Mein Freund hatte wohl einen Drink zu viel. Hat doch geklappt. Ja, aber nächstes Mal lasse ich deinen Plan einfallen. Na endlich. Da ist er ja. Darum ging es hier? Um Whisky? Das ist die einzige Flasche Mount Milgram in Andromeda.
Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky. Das ist ein Schatz. Ich hoffe, Sie teilen ihn mit mir. Den teilen wir doch, oder? Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? Helios hat seine Vorzüge. Jeder Tag ein Abenteuer. Selbst meine freien Abende sind interessant. Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Um kein Niemand zu sein. Sie sind kein Niemand. Für mich sind Sie das nicht. Auf neue Abenteuer. Und neue Freunde. Auf Ärger warten. Das klingt schon wieder herzallerliebst. In die Slums. Habe ich schon Katana 5. Ein kroganischer Hammer. Okay, keine Mission hier. Ein Anruf von Sloan. Von Sloan? Wirklich? Ich muss mit Ihnen sprechen. Kommen Sie allein. Worum geht? Sie hat aufgelegt. Pathfinder. Ist ja reizend. Dann sehen wir mal, was sie will. Okay, ich muss zur Zuflucht. Ich muss das machen. Jo. Viel zu tun. Aber jetzt erstmal hier da vorbeischauen. Wesentlich flotter und wesentlich besser unterwegs. Die Upgrades haben sich gelohnt und das ist ein Tier, das ich ignoriere. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich kann vieles. Aber Mineralien kann ich jetzt gerade nicht extrahieren.
Gute Arbeit. Hi Leute, ich bin's. Ich bin wieder zurück. Habt ihr mich vermisst? Nein? Auch gut. Elaine, ich habe hier etwas, das die Sache mit ihren Implantaten in Ordnung bringen sollte. Im Ernst? Ja. Ja. Ich spüre, wie meine Nerven aufwachen. Wenn Merkur läuft, wird Mama deswegen ausflippen. Danke. Gern geschehen, Elaine. Wie lautet Knights Plan? Ihre Mutter scheint Pläne zu haben. Mama hat immer Pläne. Im Moment einen ziemlich großen. Mehr können Sie mir nicht sagen? Tut mir leid. Merkur ist ein heikles Thema. Ich wünschte, ich könnte. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Nochmals danke. Merkur. Klingt wie ein Codename für das, was Knight vorhat. Dadurch kann ich alle relevanten Daten schnell finden. Durchsuchen wir Knights Konsole und finden wir heraus, was sie vorhat. Ja, speichere ich nochmal vorsichtshalber. Sicherheitsprotokolle gehackt. Ruf alles mit dem Vermerk Merkur auf. Dateien gefunden. Merkur. Ein Schlag zur Verhinderung künftiger KI durch Zerstörung sämtlicher Quantencomputer auf der Nexus. Verdammt. Man könnte diese Computer zwar zur Herstellung von KI einsetzen, aber im Moment steuern sie die halbe Station. Viele könnten sterben. Wir müssen Knight aufhalten. Sofort. Aber unauffällig, okay? Okay, ich glaube, das ist dann eine Mission für, wenn ich wieder auf der Nexus bin. Die hätten hier ruhig einen Schnellreisepunkt platzieren können. Nun gut. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Moment, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, ich bin auf dem richtigen Wege. Hallo Yashan oder Yashain. Ich kann der Straße bis zum... fast bis zum Ende folgen. Konstrukt Chaos. Wir sollten die Gesetzlosen aufscheuchen. Fahrzeugabwehrminen voraus. Wir sollten zu Fuß weitergehen. Okay, dann gehen wir zu Fuß weiter.
Oje, wir haben Besuch. Das ist kein Besuch. Das ist der Pathfinder. Spender muss gequatscht haben. Verschwinden wir von hier. Schnell, ins Shuttle. Beeilung. Was zum... Nein, nein, nein. Warte. Warte auf uns. Der Bastard hat uns einfach zurückgelassen. Hast du was anderes erwartet? Das Shuttle ist ohne sie gestartet. Was zum Teufel machen wir jetzt? Kämpfen, schätze ich. Ja. Und tschüss. Spender hat also Waren von der Nexus zu diesen Exilanten geschmuggelt. Warum? Dieser Arone scheint wegen irgendetwas besorgt zu sein, das in Spenders Quartier auf der Nexus versteckt ist. Arone, mit dem Betrüger bin ich schon mal aneinander geraten. Was hat er mit Spender zu schaffen? In dem Datenpad wird als Grambler erwähnt. Er würde den Zustand der Datei in den Sicherheitsarchiven erklären. Ich empfehle Ihnen dringend, ihn sicherzustellen. Wir müssen also nur den Scrambler finden, dann ist Spender geliefert. Alles klar. Na, ob das so einfach ist? Und worauf zum Geier springst du an? Weil hier ist jetzt nichts, was ich scannen könnte. Okay, das war dämlich. Hier ist auch nichts zu tun. Okay. Hier mal mit Sloan reden. Aber kann ich hier noch was machen? Es ist eine Win-Win-Situation. An sowas glaube ich nicht. Die humane Falle. Okay, dann schauen wir mal, was uns erwartet.
weil ich in die Verzeichnung laufe, fällt mir gerade auf. G fucking G. Lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Reden wir. Wo sind Ihre Leute? Ich habe Ihren Anblick nicht mehr ertragen. Mieser Tag, hm? Kann es sein, dass Sie sauer sind? Der Scharlatan hat meine Leute benutzt, um Katus halb tot zu schlagen. Das tut mir leid, Stone. Ich weiß, Sie und Katus stehen sich nahe. Einen Scheiß wissen Sie. Sie sind nicht hier, weil ich Ihr Mitleid wollte. Und wieso dann? Nicht, dass es mich stört. Der Scharlatan hat an Katus eine Nachricht hinterlassen. Er will die Dinge zwischen uns klären. Der Treffpunkt ist in Drolea. Die Sache stinkt doch. Ach was. Ich kann meinen Leuten nicht trauen, aber sie sind ein Außenstehender. Und haben sich als vernünftig erwiesen. Warum jetzt? Warum schlägt der Scharlatan jetzt zu? Wieso nicht schon früher? Ich habe das Kollektiv zu lange gewähren lassen. Ich habe es einfach unterschätzt. Dadurch ist es mutig geworden und gefährlich. Was mit Katus passiert ist, ist meine Schuld. Aber jetzt hat die Sache ein Ende. Helfen Sie mir? Sie haben recht. Ich bin dabei. Dieses Treffen entscheidet über Kadaras Zukunft. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, aber... Hey, shit happens, was? Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann dort. Sie ist ziemlich fertig aus, meine Liebe. Okay, wohin muss ich? Nach da. Ist hier irgendwas in den Slums? Auch nicht. Mich würde mal interessieren, was die schnellste Fortbewegungsrate ist. Entweder das Springen und dann das Boosten oder... Ah, keine Ahnung. Okay, nach da muss ich. Direkt neben einer Schnellreisestation. Ah, das ist gut. Moment, stopp. Da hat jemand vergessen, die Handbremse anzuziehen. Nee, das war Humbug. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, okay, hier ist nichts mehr. Hallo PLVO. Gerade noch die Kurve gekratzt mit diesem Namen. Gerade noch rechtzeitig richtig ausgesprochen. Bereithalten, Kleine. Sloan will Blut sehen. Jo.
Sie haben sich Zeit gelassen. Los, bringen wir es hinter uns. In Ordnung. Ich bin dabei. Sie warten bestimmt auf jemanden. Reyes? Ich will den Scharlatan treffen, keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind das. Überraschung. Das war also Ihr Plan. Der angaranische Spion. Ihr Interesse an den Morden der Roka. Es ging Ihnen immer nur darum, Sloans Macht zu untergraben. Steter Tropfen hüllt den Stein. Sie sagten, Sie wollten die Dinge klären. Wie? Durch ein Duell. Sie gegen mich. Der Sieger bekommt Kadara Port. Sie wollen einen Krieg verhindern, durch ein Duell. Besser nur zwei Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen, als Dutzende. Einverstanden. Hi Noon. Hallo Veni. Ein Scharfschütze erzielt auf Sloan. Schaff sie weg und gib der Crew Bescheid. Heute Nacht holen wir uns Kadara Port. Jetzt haben sie, was sie wollten. Was ich will, ist Frieden. Sloan hätte den Krieg nach Helios gebracht. Und wir sind zu wenige, um das zu überleben. Heißen Sie überhaupt Reyes? Meine Mutter hat mich so genannt. Ich heiße wirklich so. Ich habe nur gelogen, damit die Gerüchte über den Scharlatan ihre Meinung von mir nicht trüben. Thomas Molus, ich habe sie gerettet. Kann den Typen nett ausstehen. Ich finde, er ist ein gewisser... Er trägt den Namen Scharlatan nicht umsonst. Er hat ein gewisses Charisma. Verständlich. Ihr Ruf eilt ihnen voraus. Er ist Segen und Fluch zugleich. Und was jetzt? Jetzt nehme ich Kadara Port ein. Wieso ist da eben die Mission mit verschiedenen Nachrichten fehlgeschlagen? Besucher. Vergessene Geschichte. Ich bin gerade am gucken, was zusätzliche Aufgaben. Ausgehabend. Bis Anfang. Verschiedene Nachrichten. Fuck.
Okay, wo habe ich zuletzt abgespeichert? Weil das will ich noch erledigen. Okay, muss nur ein bisschen weiter zurückladen. Ich hoffe, dass das jetzt... Okay, das ist gut. Logbuch. Zusätzliche Aufgaben. Oder ist die Mission schon abgeschlossen? Oh nein, das kann nicht sein. Ach, Scheiße. Okay. Ich muss herausfinden, Mission. Wenn ich mir jeden Tag einen Run für das Upwitch Limit Break anschaue, dann schaffe ich es vielleicht noch rechtzeitig, mich vorzubereiten. Ja, G-fucking G kann ich nur sagen. Logbuch. Ich meine, die muss ich mir auch noch vorbereiten. Das wird auch noch mehr, auch noch amüsant werden. Okay, der verschiedenen Nachrichten. Reden wir. Ich habe sie gefunden, ja. Ich habe ihre Nachricht überbracht, aber Seelie ist im Tartarus glücklich. Oh, sie hat sich also keine Sorgen gemacht? Konzentrieren Sie sich darauf, hier rauszukommen, Jim. Ja, okay. Ich habe den Countdown bewusst eingerichtet, Vini, weil... Gadara, Showdown, Besiedlung von Gadara, okay. Weil bei ESA Germany es öfters hieß, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ESA Germany läuft. Und ja, habe ich mir halt gedacht, nun gut, wenn das so ist, dann richte ich halt den Countdown ein. Und so kriegen halt all die Leute mit, die im Chat sind, dass da demnächst was stattfinden wird.
Okay. Das habe ich noch mal gerettet. Gehen Sie weiter. Reden wir. Wo sind Ihre Leute? Mieser ich Tag. Ich habe Ihren Anblick nicht mehr ertragen. Der das Scharlatan tut mir leid. Hat meine Leute benutzt. Ein Schatz. Und wieso? Der Schatz. Die Sache stimmt. Ach was? Warum jetzt? Und haben sich als vernünftig erwiesen. Ich habe dadurch. Sie haben recht. Helfen Sie mir. Ich bin. Fast Travel nach Darm. Zu den Slums. Auswahl bestätigen. Fühlt sich an so an wie 19 Tage geht die Welt unter, deckt euch mit Vorräten ein. Lol. Das Info muss ich eh machen. Je mehr ich da hämmer, desto weniger muss ich. Ja, das muss ich dann auch noch machen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Alles wertvolle Zeit, ja, gebe ich dir recht, oder knapper Zeug. Ich muss sagen, hier haben die sich echt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Jo. Hier können die, hier haben die echt mit der Position des Nomads sich einen Bärendienst erwiesen. Dieses Gebiet heißt Drawlea. Das bedeutet Todeshöhlen. Sehr nett. Nicht wirklich. Ich hol einfach Pizza in Massen. Wenn die einen Tag rumliegt, wird sie automatisch das Klammerzeug. Lol. Ja, ich habe leider nicht die Möglichkeiten, so viel Pizza bei mir unterzubringen, sonst würde ich das schon nichts getan haben. Aber so ein Mini-Kühl-Tiefkühlschrank ist ja. Ja. Kann ich mir jetzt aktuell nicht leisten. Und dafür ich mal lieber was an, dann hole ich mir lieber andere Sachen. Bin ich aber auf dem richtigen Wege? Ja, bin ich. Wenn auch auf ein etwas. Ich blöderweise auch nicht. Mein zweiter Kühlschrank klammern, der mit Gefrier seit einer kleinen Weile defekt. Och, ich habe mich mit den letzten drei Tagen nur von Tiefkühlpizza ernährt. Ja, G-Fucking-G kann ich da nur sagen. Okay, ich glaube, ich bin jetzt. Ja, ich bin ab vom Wege. Ah, Mann. Ja, Tiefkühlpizza. Da gibt's einiges. Und ich meine, ich könnte mir auch mal wieder gerne so Sorten, die. Ja, bist du Taros-Modus. Dieses Konstrukt wurde sowohl von den Verbanden als auch von dem Kollektiv als gestohlen gemeldet. Sie sollten mit Feindseligkeiten rechnen.
Aber dann fahre ich den Wege. Als zum Beispiel gab es bei Penny vor kurzer Zeit alle Pizza Gyros. Auch sehr lecker. Bereithalten, Kleiner. Sloan will Blut sehen. Es gibt von Dr. Oetker eine mit Ziegenkäse. Die ist ganz nett. Ah, Ziegenkäse klingt auch lecker. Sie haben sich Zeit gelassen. Los, bringen wir es hinter uns. Weni, du musst ein paar Ventilationen die Pizza herum aufstellen und auf voller Stufe laufen lassen. Hashtag Lifehack, lol. Ich esse auch Tiefkühlpizza, aber wenigstens 5 bis 6 Mal die Woche was Anständiges kochen. Meine Kochfähigkeiten lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Ich bin in der Lage, Wasser nicht anbrennen zu lassen. Sie warten bestimmt auf jemanden. Reyes? Ich will den Scharlatan treffen, keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind das. Überraschung. Das war also ihr Plan. Der angaranische Spion. Steht dort. Sie sagt. Durch ein Duell. Sie wollen einen Krieg ver. Besser nur zwei. Einverstanden. Ein Scharfschütze erzielt auf Sloan. Schaff sie weg und gib der Crew Bescheid. Heute Nacht holen wir uns Kadara Port. Jetzt haben sie, was sie wollten. Was ich will, ist Frieden. Sloan hätte den Krieg nach Helios gebracht. Und wir sind zu wenige, um das zu überleben. Heißen Sie überhaupt Reyes? Meine Mutter hat Ich heiße wirklich so. Ich habe nur gelogen, damit die Gerüchte über den Scharlatan ihre Meinung von mir nicht. Und was? Jetzt. Wenn ich bei einer Freundin bin, koche ich gerne mal. Für mich allein macht es meist wenig Sinn. Ich bin ständig alleine und, ja. Wie gesagt, ich bin fähig, Wasser nicht ankochen zu lassen. Ich kann mir noch Nudeln machen, aber ansonsten Fertiggerichte noch und nöcher. Weil es sich für mich auch ehrlich gesagt nicht lohnt, da großartig eins zu kaufen und so. Weil ich muss, irgendwann möchte ich mir mal gerne Pfannkuchen machen. Selber gemacht. Das wäre sehr bestimmt schön. Ich hätte sie im Thronsaal erwartet. Ist das Tartarus nicht ein bisschen schäbig für Kadaras neuen Herrscher? Ach, kommen Sie, Ryder. Sie wissen, ich bevorzuge die Schatten. Ja, das ist eher ihr Stil. Ja, weil sie zwielichtig sind. Das wird's wohl sein. Das übernimmt Kima Dorgan für mich. Die Angara, der sie auf Sloans Party begegnet sind. Und ohne Sloan ist auf Kadara jetzt auch Platz für die Initiative. Endlich. Ich suche sofort nach Freiwilligen für einen Außenposten. Aber das könnte dauern. Ihr Ruf ist nicht gerade gut. Wir sind nicht alle Diebe und Mörder. Okay, ich schon. Aber einige der anderen sind echt nett. Ganz bestimmt. Scherz beiseite. Ich will diesen Außenposten ebenso sehr wie Sie. Er wird unter meinem Schutz stehen. Das verspreche ich. Danke, Race. Ich bin mit dem Richtigen verbündet. Was wird das? Ein Handschlag. Wir sind jetzt Partner. Ja, sind wir. Partner und Freunde. Okay, dann kann ich den Außenposten gründen und dann habe ich das erledigt. Pathfinder. Kadara ist jetzt eine realisierbare Option für einen Außenposten.
Die Badlands sind zwar noch nicht gerade sicher, aber mit dem Schutz des Kollektivs sollte es soweit in Ordnung sein. Ja, Nudeln, genauso bei mir. Dann richten wir mal den Außenposten. Was ist das? Oh, Senfeier. Das Problem ist, meine Mutter ist eine verdammt gute Köchin. Und ich, naja, nicht so wirklich. Und Senfeier. Ah Gott. Ich hab die immer wieder gerne gegessen. Dieses Gebiet eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Du willst lachen, Seldragon. Meine Kochkünste sind bescheiden. Ach, das ist das Teil. Ja, dann können wir noch mal den Außenposten center. Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Und ich komme zum Frühstück, Omelette und Spiegelei. Bei mir ist mein Frühstück Zeralien. Also Kelloggs und so. Beeindruckend. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst. Ein Außenposten auf Kedera, wo sich die schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Sie sind unsere Leute. Wir können uns nicht einfach von ihnen abwenden. Die Initiative hat sie im Stich gelassen. Sie waren nicht dabei, aber jetzt sind sie hier und es ist ihre Entscheidung. Das hier ist ein Erfolg und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Seit ich in SH wohne, ich weiß nicht, was SH ist, vermutlich Schleswig-Holstein, kenne ich auch Eierfrikassee. Quasi wie die Höhle-Variante, aber mit Eiern. Schmeckt echt gut, aber ich kenne das viele Jahre gar nicht. Omelette oder französisches Omelette? Letztes ist nämlich auch schwer. Also super einfach sind nur Eier, nee. Aber die Konsistenz hinzukriegen ist ein monatelanger Lernprozess. Wir können Stabilität bringen. Wir wurden jahrelang ausgebildet. Aber als wir in Andromeda ankamen, hat sich alles verändert. Welten wie diese hätten unseren Traum beinahe zerstört. Aber wir können sie wieder aufbauen, ihr Stabilität bringen. Wenn es je eine Welt nötig hatte, dass die Besten von uns ihr Bestes geben, dann diese. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Modern Institute Initiative, nice. Warte mal, Kryostase-Punkt. Okay, gibt es hier irgendwelche Sachen, die ich machen kann? Nein. Hier geht aber die Framerate in
Bodenlose. Wollte ich eben sagen. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass Sie alles auf der Liste finden. Das ist nicht alles. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Erinnern Sie sich, worüber wir gesprochen haben? Nein. Was mögt ihr denn so für Pizza? Okay, bis dann, Veni. Was mögt ihr denn für Pizzabelege? Ich mag gerne viel Käse. Oder Bombay. Hey, Sie sind Vetras. Oder Diavolo oder Salami oder sowas. Sind Sie einer Ihrer Kontakte? Könnte man sagen. Ich habe früher im Lager der Nexus gearbeitet. Richten Sie ihr aus, dass ich die Regulatoren zur Seite gelegt habe, die sie wollte. Ich hätte sie schon früher geschickt, aber ich war mit dem Umzug beschäftigt. Aufstand auf der Nexus? Was haben Sie während des Aufstands gemacht? Oh, ich war dabei. Hab mich in einem der Lagerräume eingeschlossen. Totales Chaos. Muss seltsam für Sie sein, die Exilanten wiederzusehen. Tan versucht's mit aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nach meiner Erfahrung hat das noch nie funktioniert. Ganz kurz noch Pizza Boston und Boston White, beziehungsweise allgemein Spinatpizza. Ja, das schmeckt lecker. Ihre Arbeit? Sie sind also der Ausrüstungsoffizier? So lautet mein offizieller Titel, ja. Aber ich erledige auch alles andere, was so anfällt. Schrubben, kochen, was immer ich tun kann, um zu helfen. Das ist nett von Ihnen. Es hält mich beschäftigt. Ich habe auf dem Mars den Bohrer bedient, bis ich mir die Hand ruiniert habe. Ich hatte Glück, dass ich sie nicht verloren habe. Aber die Nerven sind nie richtig verheilt. Also ich bin kein großer Freund von Schinken und Pilzen. Ich mag die überhaupt nicht. Ansonsten esse ich fast alles. Vorräte? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Oh ja. Ich schwöre, das Kollektiv kann absolut alles beschaffen. Sie sind sogar noch verlässlicher als Vetra. Ich gehe da mal. Man sieht sich, Drew. Kämpfen Sie weiterhin für das gute, Pathfinder. Ja, doch, jetzt sich ja nichts getan. Aber das laggt wie die Hölle. Unglaublich. Nun gut, ich würde mal sagen, wir reisen jetzt weiter. Also, ich stehe auf echte Pizza, also Tomato, Mozzarella. Ja, die schmeckt auch sehr lecker. Also, ich habe aufgehört. Also, ich will ehrlich sein. Ich würde lieben gerne mehr Pizza essen. Ich habe hier vor Ort ein Restaurant, das sich so auf Döner und so spezialisiert hat, und die machen eine verdammt gute Dönerpizza. Oder eine Dönerlipide. Oh, es schmeckt lecker. Nur erstens, das kostet was. Und zweitens, ich muss ein bisschen auf mein Gewicht achten. Deshalb habe ich jetzt erstmal aufgehört, mir Pizza und so zu holen. Außer zu besonderen Anlässen. Sie ja mein erster 8-Stunden-Stream oder länger auf Germansch. Kannst du auch ein Lama Huhn da essen? Das arme Lama. Auf zur Tempest. Ja, Lama Kuhn. Aber die machen echt leckere Sachen. Auch einen echt leckeren Döner.
So richtig schön mit viel Gemüse, scharfer Soße und allem, was da drum gehört, da drum und dran gehört. Also. Muah. Ryder, Liam sucht nach Ihnen. Okay, habe ich eine Nachricht? So, Liam sucht nach mir. Lexi, Charles, Sam, Cora, Liam ist auch unten. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Jo, kümmere ich mich gleich drum. Das hätten wir. Eine Falle für unseren Besucher. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Liam? Sie trainieren ziemlich hart. Das mache ich schon immer. Schon seit ich noch ein kleiner Klugscheißer war. Ich war ziemlich oft wütend. Das ist einer der Nebeneffekte, wenn einem nicht alles am Arsch vorbeigeht. Wenn Sie reden möchten? Was ist los, Liam? Wir haben diese Einrichtung auf Volt gefunden und diesen Typen in den Arsch getreten. Das ist super. Aber die Cat rauben den Leuten, was sie sind. Und das sollte alle etwas angehen. Also habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen und wirklich etwas in Gang zu setzen. Die Kluft zu überbrücken. So wie mit Joel. Aber ich kriege überall nur Absagen. Die Nexus, Aya. Von allen höre ich immer nur, wir können mit Fremden keine Risiken eingehen. Ich bin doch nicht hierher gekommen, damit alle verfluchte Fremde sind. Ich glaube, ich bin fast bei der Hälfte. Wobei ich, glaube ich, nur noch wenig Hauptstory von mir habe. Und storymäßig nicht ganz. Also es ist ungefähr auf dem Niveau von Mass Effect 1. Vielleicht ein bisschen darunter im Verge. Das macht ihn schwer zu schaffen. Sie bürden sich einiges auf, indem sie ganz Helios zu ihrem Problem machen. Es ist unser Problem. Wir können nicht zurück. Also müssen wir dafür sorgen, dass es funktioniert. Ich wollte das hier. Das Neue. Aber irgendwann muss es auch mal normal werden. Ich brauche etwas Vertrautes. Darf ich Ihnen was zeigen? Haben Sie etwas mitgenommen aus der Milchstraße? Natürlich habe ich das. Ja, ein, zwei Dinge schon. Aber das Gewichtslimit war ziemlich streng. Ich weiß. Deshalb habe ich auch etwas arrangiert. Es ist ein echter Benzinfresser aus dem 20. Jahrhundert. Britisch, als das noch von Belang war. Meine Familie hat daran gearbeitet, an den Wochenenden. Auch wenn es sowas im Weltall nicht gibt. Wollen Sie wissen, was wir gemacht haben? Ein paar meiner Freunde von Hassel haben uns geholfen. Sie haben sich für uns einen Transporter ausgeborgt. Dann haben mein Vater, meine Mutter und ich unser Auto in den Transporter geladen und in Richtung Andromeda geschickt. Das ist süß. Das ist eine nette Geste, aber Sie wissen schon, dass Sie Ihr Auto nie wiedersehen werden, oder? Ach, mit Standardlichtgeschwindigkeit ist es in ein paar Millionen Jahren hier. Das Entscheidende ist, es ist auf dem Weg hierher und wird es immer sein. Keine Ahnung, was das bedeutet. Sie haben ein großes Herz. Es bedeutet Ihre Familie, die Angara, dieses Team. Wir alle können uns glücklich schätzen, dass Sie ein so großes Herz haben. Ich werde es vermutlich vermasseln, Pathfinder. Willkommen im Club. Im Grunde haben wir es doch alle schon vor 600 Jahren vermasselt. Wohl wahr. Das hier wird unser Zuhause sein. Das muss es einfach. Ich lasse nicht zu, dass es schief geht, nur weil wir Fremde sind.
Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir reisen zur Citadel. Und ehe ich dann die Welt der Kurgana besuche, Vetra. Ich dachte, ich hätte die Cat schon vorher gehasst. Aber jetzt, wo wir von dem Aufstieg erfahren haben, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich Jarl dabei fühlen muss. Wie war es, Sid groß zu ziehen? Ich bin neugierig, was sie und Sid betrifft. Es war bestimmt schwer, schon so jung auf sich allein gestellt zu sein. Ja, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Oh, ich dachte, das startet jetzt eine Sidequest, wo du die Karre von irgendeinem Planeten ansammelst, sondern irgendwie Benzin irgendwo herholen musst. Von der hinten nach irgendeinem Planeten fahren damit. Ja, keine Ahnung. Vielleicht in einem DLC oder so. Was war mit ihrer Mutter? Wo war ihre Mutter während dieser Zeit? Noch auf Palavin, schätze ich. Sie war eine schreckliche Frau. Alles, was sie interessierte, war ihre Karriere. Sie und mein Vater haben sich ständig gestritten. Ich denke, am Ende haben sie einander gehasst. Als es für uns richtig schwierig wurde, habe ich darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen. Aber sie hätte uns nicht bei sich aufgenommen. Was auch immer mein Vater getan hat, hatte jegliche Hoffnung darauf zerstört. Und wo haben sie gelebt? Wo waren sie zu Hause? Auf Palavin? Nein, wir hatten Palavin damals schon verlassen. Worin auch immer unser Vater verwickelt war, bedeutete, dass wir dort nicht mehr willkommen waren. Ich war damals noch nicht mal im Trainingslager und Sid war gerade mal ein Jahr alt. Wir haben uns letztlich in einer Bergbaukolonie im Minosödland niedergelassen. 2 Jahre später war unser Vater fort. Und wir haben sie überlebt. Wie haben sie sich und ihre Schwester durchgebracht? Ich war damals praktisch selbst noch ein Kind, also blieben mir nur jede Menge Aushilfsjobs. Vor allem auf dem Bau. Es gab gefährliche Arbeiten, die niemand übernehmen wollte. Also habe ich sie gemacht. Sowas wie in der Höhe zu arbeiten oder irgendwo drunter zu kriechen. Da ich mit einer Waffe umgehen konnte, habe ich mich aber irgendwann auf Schmuggel verlegt. Das war zwar noch gefährlicher, allerdings auch äußerst lukrativ. Wir waren nie reich, hatten aber ein angenehmes Leben. Ich lasse sie dann mal in Ruhe. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Scusi. Okay, weiter geht's im Takte. Okay, ich reise dann jetzt, wohin ich reise jetzt auch, ja, zur Nexus. Ich kann. Danke fürs Zuschauen. Zuhören auf so. Oh. Versuchen für Sie mit ihm zu reden. Das ist nett, Suvi, aber ich bezweifle, dass es etwas nützt. Die Cat-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Cat. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Wir studieren sie, sie studieren uns. Sehen Sie es mal so. Während Sie in Ihren Genen herumstochern, machen die Cat vermutlich genau dasselbe mit unseren. Na, vielen Dank auch. Jetzt werde ich nie wieder ruhig schlafen können. Unterhalten wir uns später weiter. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Kano? Gil, O'Connell und Serena waren Monate damit beschäftigt, unsere Systeme zu koordinieren. Sie können diese Verbindung nicht einfach spontan umgestalten. Gil, ich weiß, dass Sie mich hören. Das ganze Schiff kann Sie hören. Ich höre nur nicht zu. Streiten Sie sich schon wieder? Glauben Sie mir, ich bin darüber genauso unglücklich wie Sie.
sind jetzt im Orbit von Kadera. Falsch, wir waren im Orbit von Kadera. Leiden. Aber. Jede Menge neue Sachen. Aber egal, auf geht's zu Nexus. Ich habe da einige Missionen zu erledigen. Oh ja, jede Menge Missionen, jede Menge Missionen. Und ich kann jetzt nicht überspringen, ja scheiße. Sam hat uns von Knights Angriff gewarnt. Leider wurde ein Gerät bereits ausgelöst. Wir haben einen Teil der Hydrokulturen verloren. Tut mir leid, Kandros. Ich musste jemandem helfen. Wo ist Knight? Wir verfolgen sie, aber diese Geräte sind nah. Wie vor scharf. Sie müssen sich darum kümmern. Unauffällig. Wir können uns keine Panik leisten. Keine Panik, ist leichter gesagt als getan. Mir ist egal, was ihr sagt. Die Sonnenlichtlampen einigen von ihnen die Benutzung von Schusswaffen und der Nexus verstößt gegen sie. Und da ist das erste Teil. Verdammtes Schwein! Sie haben mich hintergangen. Knight? Ja, ich bin's. Ich habe sie zu meinem Sohn gelassen. Sie werden diese Bis dann, Howie. Verhindern. Immer diese Fanatiker. Reden wir, besorgter Bürger. Dessen Silhouette ich jetzt aktuell nicht sehe. Schießen Sie los. Sie waren auf Kadera. Sie haben die Exilanten dort gesehen. Sie gehörten früher zu uns. Freunde, Familie, Kollegen. Viele von uns machen sich Sorgen um sie. Wir hören, dass dort Chaos herrscht. Jeder gegen jeden. Es ist ziemlich schlimm. Das Leben dort ist hart. Sie müssen sich vorsehen und alles tun, was nötig ist, um zu überleben. Das ist beängstigend. Trotz der Vorfälle liegt mir immer noch etwas an Ihnen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Jederzeit wieder. Die Flagge von Tarf Uni. Ich will was hören. Lexi? Da sind Sie ja. Suchen Sie nach dem Sinn des Lebens? In einer Flasche? Dort suchen viele. Sie wären nicht die Erste, die dort danach sucht. Alkohol liefert einem nur selten Antworten. Warum sind Sie dann hier? Was denn? Darf ich nicht auch mal ausspannen?
mir ein bisschen Spaß gönnen? Boah, ganz ruhig. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Es ist nur... Nur was? Sie wirken nicht, als hätten Sie Spaß. Ach, ich bin auf Omega aufgewachsen. Da sollte man eigentlich annehmen, ich wüsste, wie man trinkt. Was ist wirklich los? Phoebe denkt, mir würde nichts an der Crew liegen. Sie ist der Meinung, Sie alle wären für mich nur Experimente. Glauben Sie auch, dass ich Sie so sehe? Wieso kümmert Sie das? Seit wann interessiert Sie denn, was Phoebe denkt? Das ist nicht das erste Mal, dass mir das jemand gesagt hat. Genau genommen hat mir jeder meiner Ex-Freunde etwas Ähnliches vorgeworfen. Deshalb habe ich auch erstmal genug von Beziehungen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Glauben Sie auch, dass ich Sie so sehe? Ich weiß Ihnen nicht etwas an uns. Sie würden wohl kaum in dieser Bar Trübsal blasen, wenn Sie uns nur als Experimente betrachten würden. Ich blase nicht Trübsal. Aber Sie haben recht. Danke, Ryder. Ich sollte wieder zurückgehen. Und was wird aus Ihrem Wein? Den hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Liam. Willkommen zurück. Machen Sie mal Pause, Pathfinder. Das braucht jeder. Und wieder was? Interessant. Danke, Pathfinder. Dutch. Der Drink der Stunde heißt Lucky Leprechaun. Wollen Sie ihn probieren? Woher der Name? Bringt es. Bis dann, PLVO. Mir schon. Ich vergesse, woher die Zutaten stammen. Na dann gerne. Warum nicht? Was kann schon passieren? Ausgezeichnet. Lol, die haben vergessen, das Glas zu... Ja. Lol. Einfach nur lol. Ja. Also ich werde so bis 23. Ich werde übrigens so bis 23 Uhr streamen und danach erstmal aufhören für heute. Trocken trinken, anscheinend. Ich habe heute die Kiste bekommen. Das ist lächerlich. Warum sollte er das sagen? Vielleicht von. Das Wichtigste zuerst. Ten hat Ihnen ein kleines Geschenk für Ihre positive Botschaft geschickt. Machen Sie das Beste daraus. Wir behandeln heute das vermutlich heikelste Thema für unsere Anführer, die Exilanten. Sie haben die heimtückischen Meuterer in Kadara Port kennengelernt. Nicht wenige halten die Exilanten für eine Bedrohung, die beseitigt werden muss. Sie sind keine echte Bedrohung. Die Exilanten haben ebenso viele Probleme wie die Initiative. Nicht jeder Gesetzlose will unseren Tod. Wow. Es grenzt beinahe an Ketzerei, die Exilanten als etwas anderes darzustellen als dreckige... Ich hab's nicht überlesen, ja, Taros Molos. Ich wünsche dir viel... Eben. Ich wünsche dir gute Erholung. Leid, damit sind wir auch schon am Ende. Ich muss mich noch auf ein Treffen vorbereiten. Anscheinend möchten sich einige Kolonisten über die Sendung unterhalten. Vielleicht sind sie ja sogar bereit, vor die Kamera zu treten. Okay. Also, wie gesagt, ich wünsche dir gute Erholung. Und, ja... Wirst du mir ein bisschen fehlen? Okay, da ist eine Mission, die ich jetzt einfach noch nicht. Nein, wir sind fertig. Diese Schiffe waren so lange still. Pathfinder Ryder, auf ein Wort bitte. Ich habe eine unautorisierte Lieferung nach Kadara abgefangen. Wichtiges Material: Essensrationen, Werkzeug, Energiezellen, das volle Programm. Alles korrespondiert mit Diskrepanzen im Inventar. Jemand stiehlt und lagert Vorräte auf der Nexus und der Hyperion und beliefert damit die Exilanten. Wenn Sie die Augen nach verdächtigen oder falsch gelagerten Paketen offen halten könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Mal sehen, was ich tun kann. Sehr gut. Gestohlene Vorräte haben keinen Freigabevermerk. Sam sollte sie also identifizieren können. Hallo, ich bin Gian Garth, Gründerin der Initiative. Willkommen hey, auf der Pathfinder. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit. Ignatius? Danach werden Sie weitergeleitet. Hallo. Gil Brody ist Ihr Techniker, stimmt's? Korrekt. Mein Name ist Bailey. Ich habe früher hier in den Hangars mit ihm zusammengearbeitet. Sie wissen nicht zufällig, ob er verfügbar ist, oder? Wofür? Das kommt darauf an, was Sie meinen. Er ist wegen seiner Pflichten ziemlich beschäftigt. Also ich meine... Ach, schon gut. Bestellen Sie ihm einfach Grüße von mir, okay? Okay, das war strange. Ich war nur ehrlich. Es gibt einen Unterschied zwischen ehrlich sein und einfach nur Arschloch sein. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Okay, das ist wieder dieser Bug, weil mit Carrie habe ich schon geredet. Das Bärenmodell. Dann kommen wir uns mit dieser Mission. Dr. Aridiana. Mein Modell von Helios blüht dank Ihrer Daten auf. Hier, bitte. Sie haben es sich verdient. Der Scanner des Pathfinders hat Sie perfekt eingefangen. Ein Ja oder Nein würde genügen, Herrick. Oh, richtig. Ihre Planetenscans offenbaren uns die Schönheit des Kosmos, Pathfinder. Wie kann ich Ihnen helfen? Aber Sie können noch mehr. Denken Sie an eine... Wir planen die Eröffnung einer Schule. Ich möchte, basierend auf Ihren Daten, ein ebenso exaktes wie prachtvolles Modell des Clusters für Sie anfertigen. Mein Prototyp ist auf dieser Konsole. Wenn Sie das Modell durch weitere Scans ergänzen, werde ich mein Bildungsbudget mit Ihnen teilen, verbunden mit meinem Dank. Auf den Terminal zugreifen. Auch. Kann noch mit irgendjemandem reden? Nein, kann ich nicht. Ja, diese Sie haben vieles nicht so ganz im Griff. Seien wir ehrlich. Logbuch. Sich Aufgaben. Den öffentlichen Bereich durchsuchen. Da muss ich noch unten gehen. Wo muss ich hin? Falsche Richtung. Das sieht mir nach der richtigen Richtung aus.
Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Doc-Verwalter informieren. Hoffentlich kommt noch ein Patch, bevor ich es durchgespielt habe. Ja, wird man sehen. Also das Spiel ist ja per se nicht schlecht. Es ist halt nur buggy bis dorthin aus. Mein Team und ich haben EOS gründlich erforscht und sogar die Stürme beendet. Da immer mehr Reisende aus der Stase geweckt werden. Nein, Hetschinski, es ist kein Speedrun. Blut, Gewebe und DNA. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Nein, das ist sie nicht. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Mitstraße. Ah, da haben wir sie. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Doc-Verwalter. Gibt es hier noch was, was ich machen kann? Mit meiner Schwester kann ich immer noch nicht reden. Dann geht es auf zum Wohndeck. Und das ist die letzte Kiste. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Doc-Verwalter. Up. Okay. Das kann ich machen und okay. Alles klar. Weiter geht's im Takte. Zuerst dann hoffnungsvoller Oh, ich kann's gar nicht. Pathfinder, ich habe gehört, der Angara-Planet Aya soll ein Paradies sein. Endlich haben wir eine großartige Welt gefunden. Wann ziehen wir dort ein? Das ist kompliziert. So etwas braucht Zeit. Es gibt nicht viel Platz auf Aya und wir sind immer noch dabei, ihnen zu beweisen, dass wir es ehrlich meinen. Aber wir müssen selbst großartige Planeten finden. Für uns alle. Stimmt. Aber hey, jetzt wissen wir wenigstens, dass es mindestens einen gibt, richtig? Sie schaffen das schon. Machen Sie so weiter, Pathfinder. Ja, ich versuche mein Bestes. Und Captain Dunn? Tut mir leid, dass ich Sie rufen musste. Aber diese Sache sollte diskret behandelt werden. Ich höre. Kurzversion. Einer von Harrys Metecs hat eine Verwandte an Bord geschmuggelt. Er hat sie aufgeweckt und freigelassen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Verwandte eine seltene Krankheit hat. Noch nicht ansteckend, aber in fortgeschrittenem Stadium. Das war dumm. Er hat die gesamte Station einer potenziell ansteckenden Krankheit ausgesetzt? Ja. Wir müssen die Sache unauffällig und rasch klären. Wenn das bekannt wird, haben wir eine stationsweite Panik. Außerdem ist es eine Angelegenheit der Hyperion. Meine Verantwortung. Ich gehöre auch zu Hyperion. Und damit auch meine. Nicht wahr, Captain? Danke, Ryder. Bitte behalten Sie es momentan noch für sich. Wir kommen nur dann ohne große Verluste aus der Sache raus, wenn wir das Problem lösen, bevor das Gerücht sich verbreitet. In Ordnung. Ich kümmere mich darum. Gut. Reden Sie mit Harry. Er kennt die Einzelheiten. Bringen wir die Angelegenheit unter Kontrolle, bevor es zu spät ist. Okay, wir müssen gleich wieder zurück zur Kryostation. Lani? Pathfinder? Wir reden später. Ich muss jetzt gehen. Bis bald mal wieder. Passen Sie auf sich auf. Okay, dann mache ich zu guter Letzt noch die Erinnerung von Sam.
Und dann werde ich auch für heute langsam aufhören. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Spiel die Erinnerung ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag Ihrer Mutter. Es war ein guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Alec. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Mom. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Ihr habt so viel Potenzial. Und vergesst nicht, verliebt euch mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec, aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst? Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Vergiss das nicht. Sei stark. Nie so stark wie du. Ich liebe dich, Alec. Ich. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Der Tod ist nicht das Ende. Ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Mom ist nicht einfach für immer verschwunden. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Aber ich mag den Gedanken, dass die Existenz irgendwo weitergeht. In dem Fall wäre mein Scheitern bei ihrer Rettung nicht endgültig. Ihr Vater hoffte, ich würde sie heilen. Der Tod lässt sich nicht betrügen. Niemand kann den Tod besiegen. Du nicht, mein Vater nicht. Es war Schicksal. Und dennoch habe ich paradoxerweise in diesem Moment das Leben besser verstanden. Inwiefern? Die Tiefe der Gefühle, die ihr Vater für Ellen empfand. Er hat sie nicht oft gezeigt. Ein Umstand, den er bedauert hat. Ich orte weitere Erinnerungen. Aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Auf Wiedersehen. Das war vorerst alles. Natürlich. Okay, ja, wie bereits angedroht, 23 Uhr, in diesem Fall 23:01. Ich werde dann erstmal für heute aufhören. Ich schaue mal kurz nach, ob es irgendjemanden gibt, an den ich euch... Oh ja. Ich schicke euch einen Tiger weiter. Hallo Enix, leider zum Ende des Streams, aber ich werde morgen ab 19 Uhr wieder streamen. In diesem Sinne, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, morgen ab 19 Uhr bin ich wieder da. Danke fürs Zugucken und tschüss und tschüss.